Der IFO-Index war schlecht, Einkaufsmanager-Indizes waren sehr schwach. Was bedeutet das? Ist das Zufall oder ist das der Beginn einer Rezession? Zuletzt gab es sehr viele sehr schlechte Konjunkturdaten. Bildet sich hier ein Trend? In den letzten Tagen gab es einige auffallend schlechte Konjunkturdaten. Leider muss man sagen, IFO-Index hat enttäuscht, Einkaufsmanager, Indizes, Konsumentenvertrauen in Amerika, einige Immobiliendaten aus Amerika, Hausverkäufe, alles sehr schwach, teilweise auffallend schwach. Und dann als Volkswirt kommt logischerweise die Frage hoch, war das jetzt vielleicht ein bisschen ein Zufall, dass sozusagen einige Daten in dem Moment schlecht herausgekommen sind? Oder bildet sich hier ein Trend heraus oder verstärkt sich hier möglicherweise ein Trend, der vorher schon da war? Und dann wäre das durchaus natürlich, wenn diese Frage mit Ja zu beantworten wäre, eine kritische Entwicklung. Und immer dann, wenn Volkswirte nicht mehr so richtig weiter wissen, bauen sie Modelle. Und wir haben bei Warburg tatsächlich auch ziemlich genau vor 20 Jahren ein Modell gebaut, was uns damals helfen sollte und immer noch hilft heute, genau diese Frage zu beantworten. Gibt es hier einen klaren Trend oder sind ja eigentlich eher zufällig mal einige Daten schlecht ausgefallen, aber es ist halt eben kein richtiger Trend, es war nur Rauschen. Dieses Modell heißt bei uns Konjunkturzyklusmodell und ich will Ihnen mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Da lesen wir jede Nacht eine große Zahl von Konjunkturdaten in das Modell ein und schauen dann, ob diese Daten sich oberhalb oder unterhalb ihres längerfristigen Trendes bewegen. Das ist die eine Komponente. Da geht es quasi um eine Niveauanalyse. Und dann schauen wir vor allem, wie haben sich diese Daten in den letzten Monaten verändert? Gab es dort jetzt über einen kurzfristigen Zeitraum betrachtet eher negative oder positive Entwicklungen? Und das machen wir für eine große Zahl von Daten, werten das auf eine sehr spezielle, sehr robuste Art und Weise aus und können dann ein Score, der sich daraus ergibt, in Relation stellen zu seiner eigenen Historie, um dann einzuordnen, ja, passiert hier wirklich was Auffallendes oder waren das jetzt mal 3, 4, 5 Daten, die schlecht ausgefallen sind, aber in der Summe ist es immer noch unauffällig. Und dieses Modell, was wir jetzt seit 20 Jahren quasi unverändert betreiben, kommt leider im Moment zum Ergebnis, dass es kein Zufall mehr ist, sondern wir haben ein ganz klar negativen Trend. Das kann man auch in Zahlen fassen. Dieses Modell kann nur zwischen 0 und 100% schwanken. 0% wäre quasi desaströse Konjunkturwelt. 100% wäre die perfekte Welt. Und in den letzten Tagen haben wir uns leider Richtung 0 bewegt. Wir sind noch nicht ganz bei 0, aber es geht relativ schnell auf die 0 zu. Und ich denke auch mal, dass wir im Laufe der nächsten Wochen oder der nächsten 1, 2 Monate auch dann mal die 0% vermutlich sehen werden in diesem Modell. Das klingt erstmal negativ, ist es auch, denn das Modell sagt damit, wir haben ganz klar rezessive Tendenzen und das ist ein globales Modell. Das sagt also, es ist nicht ein deutschlandspezifischer Sachverhalt, sondern er lässt sich quasi weltweit so beobachten. Jetzt aber zum Schluss die gute Nachricht. Wir machen das ja schon seit 20 Jahren und wir hatten diese 0%-Situation mehrfach schon. Das hatten wir 2003, das hatten wir 2008, das hatten wir auch in der Corona-Krise mal kurzfristig im März 2020. Und die Erfahrung zeigt, immer dann, wenn unser Modell bei Null liegt, dauert es eigentlich nur noch 2, 3, 4, 5 Monate. Und dann haben auch Aktienmärkte ihren Boden gefunden, weil natürlich Aktienmärkte nach vorne schauen. Und nach dem Tal kommt doch irgendwie wieder ein Berg. Es geht nicht immer nur bergab. Irgendwann kommt wieder das Licht am Ende des Tunnels. Das antizipieren Märkte. Deswegen ist es jetzt kein Grund, quasi sich vom Aktienmarkt komplett zu entfernen. Aber man muss natürlich vorsichtig sein. Und die nächsten Wochen, Monate bleiben wahrscheinlich fundamental getrieben nochmal volatil. Aber die Erfahrung zeigt, danach geht es auch wieder aufwärts.